Hallo zusammen und willkommen zur Android 12 Serie. Es wird drei Teile geben. Teil 1, also dieses Video, zeigt die ganzen Neuerungen, die Android 12 mit sich bringt. Teil 2, also das nächste Video, zeigt, was positiv oder negativ ist. Und Teil 3 wird Android 12 L zeigen. Ihr habt richtig gelesen, es ist kein Tippfehler von mir. Android 12 L. Dabei steht das L wahrscheinlich für Large. Es ist eine speziell für große Bildschirme ausgerichtete Version, also Foldables, Tablets und Chromebooks. Das hat Google bereits angekündigt und das Z Fold 3 soll wohl schon im Dezember eine Beta bekommen. Abonniert unbedingt den Kanal, um diese Videos nicht zu verpassen. Genug der Ausblicke, los geht es mit Teil 1 und den Neuerungen von Android 12. Die Neuerungen in Android 12 betreffen die Personalisierbarkeit, die Sicherheit und die Einfachheit. Das sind die drei großen Oberpunkte. Den Anfang macht die Personalisierbarkeit. Material Design wurde 2014 mit Android 5 Lollipop ins Leben gerufen. Mittlerweile sind wir bei Material Design 3 angekommen. Aber Google vermarktet es als Material U. Das klingt einfach besser. Und sieht dazu auch besser aus. Material U ermöglicht es, die UI, also all das, was der Nutzer sieht und mit dem er interagiert, farblich abzustimmen. Dabei dienen die Farben des Hintergrundbildes als Basis. Anhand dieser Farben werden Bedienelemente, die Schnelleinstellungen, Widgets und Icons eingefärbt. Das passiert automatisch, aber der Nutzer kann es auch manuell einstellen. Der Lockscreen wurde komplett umgestaltet. So sieht er mit Benachrichtigungen aus. Die Uhr wird viel kleiner in der linken oberen Hälfte platziert. Und so sieht er ohne Benachrichtigung aus. Die Uhr ist nun viel größer und zentral platziert. Benachrichtigungen werden nach Priorität sortiert und zusammengefasst. Man kann sie auf- und zuklappen und zu jeder Seite hin wegwischen. Die Bedienelemente in den Schnelleinstellungen sind größer und leichter zu treffen. Die Auswahl der Widgets erfolgt vertikal und kann auf- und zugeklappt werden. Aktuelle Apps besitzen eine Navigationsbar. Diese ist nun höher, hat keinen Schattenwurf und platziert Icons gleicher Wertigkeit unten, wobei der gerade aktive Tab farblich ausgefüllt und eine Pillenform aufweist. Die Farbanpassung der Icons befindet sich noch in Beta. Widgets besitzen nun runde Ecken. Die Größe und das Layout kann genauer an die Bedürfnisse bzw. an das Hintergrundbild angepasst werden. Dabei sind auch die Buttons innerhalb des Widgets farblich angepasst sowie der Hintergrund. Widgets respektieren nun auch den Light- oder Dark-Theme. Und der Wechsel vom Widget in die App, wenn man sie startet, erfolgt geschmeidiger denn je. Einige wenige Apps unterstützen bereits auch den Splash-Screen. Das ist nichts weiter als eine Animation während des App-Starts. Aber es sieht gut aus. Hier sehen wir beispielsweise den Splash-Screen von Gmail. Responsive Motion bedeutet, dass die Software schneller auf jede Eingabe reagiert, sodass das Benutzergefühl flüssiger ist. Dafür wurde die Systemleistung unter der Haube verbessert. Positiver Nebeneffekt durch die Optimierung ist die Energieeffizienz, mit dem das Gerät länger mit einer Akkuladung durchhält. Jetzt seht ihr einige Beispiele für Animationen. Lasst sie auf euch wirken. Es gibt aber auch neue Bedienungshilfen, beispielsweise die Lupenfunktion, um Ausschnitte größer darzustellen, die extra Dim-Funktion, um nachts im Dunkeln keine Retina-Verbrennung zu bekommen, wenn man das Display anschaut, durchweg fetter Text sowie Grayscale. Android 12 ist das expressivste, dynamischste und persönlichste OS, das es jemals gab. Der zweite Oberpunkt lautet Sicherheit.
Es gibt neue private Funktionen. Wir können nun stärker kontrollieren, wer bzw. welche Apps unsere Daten einsehen können. Das gilt vor allem auch für das Mikrofon und die Kamera. Oben rechts in der Statusbar gibt es nun von Werk aus Indikatoren, die anzeigen, wenn auf das Mikrofon oder die Kamera zugegriffen wird. Zudem gibt es in den Schnelleinstellungen zwei Toggles, mit denen man den Zugriff auf Mikrofon und Kamera aktivieren bzw. deaktivieren kann. Ihr merkt schon, dass diese beiden Punkte Google extrem wichtig sind. Und das ist auch gut so, denn es sind sehr, sehr sensible Daten. Auch sehr sensibel ist der Standort. Neu ist die Funktion präzisen Standort verbergen. Einige Apps benötigen durchaus den präzisen Standort, beispielsweise Maps für die Navigation. Für andere Apps hingegen reicht der ungefähre Standort völlig aus. Mit Android 12 können wir auswählen, welche App den präzisen und welche App den ungefähren Standort abfragen darf. Der ungefähre Standort spart sogar noch Strom, da er weniger Sensoren und Funktionen nutzt. Das Beste kommt zum Schluss. Die Rede ist vom Privatsphären-Dashboard. Dieses Dashboard ermöglicht uns einen schnellen Überblick darüber, welche App auf welche sensiblen Daten zugegriffen hat in den letzten 24 Stunden. Wenn uns irgendein Zugriff in diesem Überblick stören sollte, können wir es direkt unter dem Dashboard auswählen und die Zugriffsberechtigung anpassen. Das ist sehr simpel für uns Benutzer und eine willkommene Neuerung. Wir kommen zum dritten und letzten Oberpunkt, Einfachheit. Vieles soll einfacher geworden sein. Man kann beispielsweise Spiele beginnen, ohne dass sie komplett runtergeladen sind. Das spart Wartezeit und erhöht die Spielzeit. Des Weiteren kann man nun unkompliziert Daten von oder auf ein neues Android-Gerät oder auch iPhone kopieren. Egal ob über Kabel oder kabellos. Das haben wir sogar selbst durchgemacht. Es hat problemlos geklappt. Weitere neue Features sind Scrolling Screenshots, der vom iPhone kopierte Einhandmodus, der noch magere Game Dashboard, die Auswählen-Funktion in der Multitasking-Übersicht, der wirklich gut funktionierende Magic Eraser, die Slider in der Kamera-App für Weißabgleich und Belichtung, sowie die automatische Transkription und Live Translate. Beides soll sogar auch offline funktionieren. Das habe ich bisher immer noch nicht zum Laufen gebracht. Schreibt mir bitte in die Kommentare, falls ihr wisst, woran es liegt und wie man es aktiviert. Vielen Dank. Das waren die Neuerungen von Android 12. Weiter geht es mit den positiven und negativen Aspekten in Teil 2. Klickt hierfür auf diese Karte. Den Ausblick auf Android 12L habe ich gegeben. Bleibt zu hoffen, dass die Beta für das Z Fold 3 so schnell wie möglich kommt, damit wir sie uns anschauen können. Danke fürs Zusehen und bis gleich.